Hallo, willkommen zurück, Isaac. Ich würde sagen, Daily Run. Der gute alte Daily Run, der ist immer spaßig. Kann den Daily Run nicht einfach für ewig... Wir müssen noch mal machen. Das ist ja langweilig. Oh, da wird mir ja schlecht vor Langeweile. Mir wird gleich schlecht, wenn mich nochmal so eine Fliege berührt. Da werde ich über den ganzen Tisch kotzen. Ich kann nicht mal rerollen. Spider Love. War das gut? Nein, es war nicht. Nein, das ist auch nicht in für. Wir nehmen es mit. Spider Baby, Spider Revenge. Nein, das war definitiv schlecht. Jetzt war ich unsicher. War es vielleicht Infestation 2? Aber nein, Infestation 2 war eine braune Spinne. Ist auch nicht das, wo man die Spinneneier manchmal verschießt. Ist einfach nur ein sehr trauriges Item generell. Das war also, war eine gute Entscheidung. So, Nein! Will ich das mitnehmen? Ehrlich gesagt, nein. Denn wir müssen wenigstens ein bisschen schauen, dass wir irgendwas Spaßiges hinbekommen. Ich meine, Mom zu besiegen, sollte ich die größte Herausforderung werden. Schauen wir jetzt, dass wir wenigstens noch irgendein interessantes Item bekommen. Ich denke, der Secret, oder Cursed Room Item Pool ist dafür schon mal kein schlechter Anfangspunkt. War natürlich jetzt nicht optimal, dass ich dafür zweimal reingelaufen bin und dementsprechend keine Herz mehr übrig habe, aber... Warum versuche ich es überhaupt? Vor allem jetzt hätte ich mich auch gratis reinbomben können. Ach, komm schon. Oh, das war nicht gut. Aber okay, so können wir den guten Daily Run wenigstens ein bisschen spannender gestalten. Gott, ich hoffe, dass ich ihn gewinnen werde. Oh, oh. Es ist also so knapp. Ich bin übrigens immer wieder erstaunt, wie langsam die Projektile einfach ursprünglich im Spiel immer waren. Vor allem der Hardmode, in dem die Projektile schneller fliegt, wurde erst mit Repentance eingeführt. Beziehungsweise Hardmode gab es natürlich schon von Anfang an, aber der hat ursprünglich nur bewirkt, dass ein bisschen mehr Consumables droppen und mehr Champions spawnen, aber der hat nicht Projektile schneller gemacht. Und jetzt, jedes Mal, wenn man mit den langsamen Projektilen spielt, hat man das Gefühl, dass man ein bisschen in einem Sumpf unterwegs ist oder so. Was ich mich daran erinnere, ich habe letztens Resident Evil 7 zum einen das ganze Spiel durchgespielt in einem Video auf dem Kanal, was ihr auf jeden Fall anschauen solltet, und zum anderen, ich habe die DLCs letztens noch davon gespielt, was auch nochmal 5,5 Stunden ging. Und dabei gab es eins, da ist man Joe Baker, Bruder von Jack Baker, Familie der Bakers. Das sind die Bösen quasi. Aber natürlich sind sie nicht so böse. Sie wurden natürlich ein bisschen geframed, aber das gehört immer dazu. Aber auf jeden Fall, es sei ein DLC, man ist dann Nahkämpfer und man ist im Sumpf unterwegs. Meist ist das Spiel, ich meine, es ist Survival Horror, aber es ist First-Person-Shooter im Grunde. Ein bisschen langsamer und man hat nicht viel Ressourcen und sowas, aber prinzipiell First-Person-Shooter, könnte man sagen. Und in dem Fall war man dann als Kämpfer im Nahkampf unterwegs und hat dann die Gegner alle umgeboxt und war ein bisschen nervig. Da war man auch in dem Sumpf unterwegs, da gab es auch Krokodile und auf die musste man einen Speer werfen. Das fühle ich, Isaac, das fühle ich. Das fühle ich sehr, was du gerade durchgemacht hast. Pass auf, wir werden jetzt erstmal einen Raum klären und danach schaue ich in den Cursed Room rein. Denn ich habe das Gefühl, dass wenn dort ein Item ist, das ich rerollen kann, ich dann vielleicht noch ein bisschen, dass ich wenigstens eine volle Würfelaufladung haben will. Das ist hervorragend. Aber das ist auch der Baby-Booby-Burger-Modus. Das heißt, hier kann man noch nicht wirklich was falsch machen. Ist einfach nur sehr simpel. Also ich frage mich, ob wir in diesem Daily Run noch irgendwas Interessantes bekommen oder ob es einfach nur ein einfacher Run wird. Denn oftmals sind Daily Runs ja natürlich mit etwas interessanteren Gimmicks und sowas. Also, wir werden sehen. Ich wünschte, sie würden öfter sowas machen, wie zum Beispiel, dass man mit einer gewissen Menge von Items startet. Keine Ahnung, mit mehreren Bomben-Items oder Batterien oder sowas. Das will ich beides nicht haben. Das will ich beides wirklich, wirklich, wirklich nicht haben. So, in diesem Raum natürlich nichts überstürzen. Och, komm schon. Kann ich in dem Raum bitte was überstürzen? Da habe ich doch jetzt schon keine Lust mehr drauf.
Starker Bombeneinsatz übrigens. Ich meine, war meine letzte Bombe, aber damit habe ich ungefähr 10 Minuten meiner Lebenszeit gespart. Und wie kann man da Nein sagen? Wie kann man da Nein sagen zu so viel Lebenszeit auf einmal? Stell dir mal vor, ihr könnt eine Minute mehr Lebenszeit haben. Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Minute mehr Lebenszeit haben könntet? Sagen wir mal, ich würde jetzt auf die Uhr schauen, okay? Und es wäre jetzt nicht gerade 17:42 Uhr, sondern 17:41 Uhr. Was würde ich machen? Wahrscheinlich wäre ich noch in der Aufnahme. Aber sagen wir, ich will nicht aufnehmen, okay? Wenn ich eine Minute zusätzlich habe, dann... Das ist da, glaube ich, eine super interessante... Ich weiß nicht, ist mehr so stumpf für Psychologie, okay? Aber ich meine, ansonsten, man verschwendet Zeit viel, indem man nichts macht. Aber wenn man sich denkt, ja, jetzt eine Bonusminute haben, dann denke ich mir, das muss ich doch, die muss ich doch feiern, diese eine Minute. Was will ich machen? Vielleicht will ich kurz in die Küche gehen, den Sandwich-Toaster anwerfen und mir, das sollte ich vielleicht später generell machen, und mir noch einen Sandwich-Toast machen, damit ich danach das Leben mit der Minute, die ich investiert habe, danach ein bisschen besser leben kann. Natürlich braucht das Sandwich-Toast ein bisschen länger, aber Vorbereitung sollte ungefähr eine Minute sein. Aber so wie es aktuell der Fall ist, werde ich einfach nichts machen, aber der Gedanke daran, dass es eine Minute mehr wäre, würde direkt dafür sorgen, dass ich sie sehr viel mehr zu schätzen wissen würde. Ich persönlich finde das sehr deep. Ah, ich habe keine Ahnung, wie die Secret Rooms sein könnten. So, und wir wollen noch den Itemraum, den sollte ich nicht vergessen, den will ich im Idealfall noch rerollen. Denn das Item, das dort drin war, das mochte ich nicht so gerne. Das mochte ich sogar überhaupt nicht so gerne. Ehrlich gesagt. Aber ja, das wäre... Wenn ich mir eine Minute hätte, was würdet ihr machen? Wäre es interessanter? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein bisschen Sport treiben, um das Leben im Endeffekt nochmal um 2 Minuten zu verlängern oder so. Aber an dem Punkt, dann hat man ja auch nichts mehr von einer Minute. Also wenn ich Sport treiben muss, dann bringe ich lieber, dann gehen wir direkt zum Sargverkäufer. Das sehe ich ja gar nicht ein. Sehe ich überhaupt nicht ein. Dann auch noch Sport treiben zu müssen. Also, das ist doch nicht mehr lebenswert an dem Punkt. Okay. Nichts überstürzt in diesem Raum. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass meine Reihenfolge gerade, wie ich durchgehe, sehr komisch ist. Hier war der Goldraum. Ich meine, es ist nicht übel, okay? Es ist ein absolutes... Ich würde sagen, das Item ist eine 4 von 10. Nicht unbedingt eines der besseren Orbitals, auch nicht unbedingt eines der schlechteren. Es ist schwer in Ordnung. Nichts Schlechtes, nichts Gutes. Es ist einfach nur, man vergisst, dass man das Item überhaupt hat, wenn man mit dem Run fertig ist, würde ich sagen. Ich habe jetzt schon vergessen, dass ich es mitgenommen habe. Ich weiß nicht mal mehr, von welchem Item ich rede. Oh, muss ich wohl um das Auge handeln, das um mich herum rotiert. Jetzt, wo ich nochmal genauer hinschaue. Seht ihr? So sehr habe ich es vergessen. Ich liebe diesen Raum so sehr. Gott, ich liebe diesen Raum. Ich wünschte, sie würden mehr solche Räume bringen. Ist einfach so viel Spielspaß. Ach Gott. Okay, ich höre auf. Nein! Mein Devil Deal! Oh, da wollte ich noch ein bisschen Bonus-Damage mit dem Orbital machen und ich hab's ruiniert. Ich hab's verkackt. Also okay, wir kommen Pentagramm. Das ist gut. Das wird nämlich, glaube ich, auch die Devil-Deal-Chance beim nächsten Mal. Nächste Ebene. Gute alte nächste Ebene. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich irgendwo mal ein Soul Heart mitgenommen hätte, aber das ist okay. Wir schaffen das auch ohne. Wir brauchen sowas nicht. Bleib da, wo du bist. Nein. Och, komm schon. Ich hätte die Kiste so gerne aufgesprengt, aber heißen Dank für das Soul Heart, das ich gerade bekommen habe. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Gibt es in diesem Run noch irgendwas Interessantes zu tun? Ich überlege gerade, ob es irgendwelche interessanten Dinge gibt, die wir in diesem Run machen könnten. Ich meine, ich könnte jetzt noch ein paar Herzen aufbrauchen. Das wäre quasi interessant. Willkommen, das Kazoo. Das ist nicht wirklich interessant. Ich glaube, es gibt nicht wirklich viel. Wir können einfach nur darauf hoffen, dass wir vielleicht irgendwann mal ein cooles Item rerollen, aber... Ich dachte, das Spiel würde mir da ein bisschen mit mir kooperieren. Mir extra ein paar coole Items geben, aber irgendwie... Ich hätte die auch besser sprengen können, aber irgendwie war es nicht ganz drin. So, ich bin jetzt hier zum Boss gegangen. Da wir eine hundertprozentige Devil-Deal-Chance aktuell noch haben. Und ich mir dachte, die Catacombs-Bosse sind nicht so übel.
Ich wollte gerade Keller sagen, aber Keller war ja die ersten beiden Ebenen. Ich weiß gar nicht, warum das... Oh, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, warum das die Katakomben sind, aber jetzt sehe ich die Wände. Und doch, doch, das hat ein bisschen... Das hat was Katakombenartiges. So ein kleines bisschen. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Karton ist natürlich scheiße. Instant Brimstone ist natürlich auch nicht so gut, also einmalig. Also das ist ja... Das ist nicht das, was ich sehen will. Das sind alles keine interessanten Items, vor allem wenn ich doch nicht den D6 weggeben für einen neuen Brimstone. Meine Brimstone wäre nicht schlecht und sowas, aber wir wollen noch einen interessanten Run wenigstens noch haben. Wenigstens noch ein bisschen das Spiel breaken oder so. So ein ganz kleines bisschen. Keine Ahnung. Für nur ein bisschen was. Die Triple Spinnen. Immer wieder ein Favorit meinerseits. Oh Gott. Ich überlege übrigens inzwischen, ob ich anfangen sollte, Isaac mal ein bisschen zu versuchen, mit Controller zu spielen. Sache ist nämlich die. Man kann viel präziser sich bewegen und Zeug viel präziser ausweichen. Wisst ihr was? Wir machen... Fangen direkt an. Wir fangen ein anderes Mal an. Es funktioniert nicht. Ich müsste das Spiel wohl erst erwähnen oder so und... Dann fange ich irgendwann anderes mal an. Aber ich glaube, es wäre hilfreich, was Dodging angeht. Ich meine, zum einen, mehr als 8 Richtungen, 8 Neigungsgrade gehen zu können, ist natürlich hilfreich. Und zum anderen auch die Geschwindigkeit regulieren zu können, ist auch hilfreich. Das heißt, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ich das Gefühl, Controller ist schon keine verkehrte Idee. Schon gar nicht mal so übel. Oh, wir haben einen Challenge Room. Vielleicht haben wir hier was Nettes drin. Ich werde es nicht mitnehmen, weil es viele Würfeaufladungen sind, die ich jetzt nicht einfach so verschwenden will. Stattdessen werden wir erstmal hier überall reinschauen. Ja, wir werden den Goldraum wahrscheinlich rerollen. Oder ich nehme direkt mit, was drin ist. Vielleicht bekommen wir, keine Ahnung, Polyphemus oder so, welches Item auch immer vor 12 Jahren mal cool war. Ich meine, Tough Love ist gut, aber... Versteht ihr? Es ist nicht schlecht, aber ist es wirklich gut? Ich weiß nicht. Gut, dann nehmen wir mal den Challenge Room mit. Und hoffen, dass ich da vielleicht, seht ihr, ich war so euphorisch, was die eine zusätzliche Minute meines Lebens angeht, was ich alles machen könnte, in dem Fall hauptsächlich was zum Essen machen, was ich so aber nicht gemacht habe, weil ich mir dachte, ich kann auch Isaac aufnehmen. Und jetzt stehe ich einfach da und denke mir, oh ja, verschwende ich noch ein bisschen Zeit und gehe noch in den dummen Challenge Room, in dem sowieso nichts drin sein wird. Aber hey, so ist das Leben manchmal. Man hat ja nicht immer eine Bonusminute. Oh Gott. Geht mal weg. Nein, nicht nett. Frage ist, will ich mir die Mühe machen, zurück in den Shop zu gehen, um die Herzen zu holen? Nein, will ich nicht. Denn wir haben hier noch eine Menge rumliegen. Secret Room. Bist du hier? Also bei aller Liebe jetzt mal. Wir können doch jetzt nicht... Jetzt in den Secret Room nicht rerollen, wenn ich... Ich kann nicht mit dem D6 ein Item im Secret Room haben und es nicht rerollen. Also irgendwo hört es ja auch mal auf. Gib mir der Battery Buddy gibt mir keine volle... Wir nehmen die Batterie einfach mit. Der Battery Buddy, ich meine, ich habe das Geld dafür nicht und zum anderen, er gibt keine volle Aufladung, wenn man ihn aufhebt. Was ein bisschen frustrierend ist. Generell ist der Battery Buddy, der D-Infinity. Gib mir eine 6. Missing Page 2.
cool, cool. Ich würde sagen, wir werden einfach dann, wir müssen ein bisschen aggressiver vorgehen, um was Interessantes aussieht. Oh, vielleicht ist hier noch eine Batterie drin. Das gefällt mir. Das gefällt mir noch ein bisschen. Zweimal High Priestess. Teller-Pills. Die will ich nicht haben. Aber Cancer Trinket ist auch schon mal gut. Ich würde sagen, wir werden einfach, pass auf. Wir gehen auf die 4. Was seid ihr davon? Wir werden einfach den Run ein bisschen rerunnen und sehen, was wir rausbekommen. Ich denke, das ist fair. Ich denke, das klingt spaßig genug. Okay, reicht, um den da unten noch zu erwischen. 3 Bomben. Ist auch okay. So, weiter geht's. Oh, ich hätte Super Secret Room noch mitnehmen können. Egal, zu spät. Denn wir sind auf einer D4-Tour. Nein, ich verzichte mal eben noch drauf. Oder vielleicht später. Und der Cancer Trinket ist natürlich auch wieder sagenhaft nützlich. Cancer Trinket, ich glaube, es wurde ein bisschen geschwächt im Vergleich zu damals. Oder? Ich glaube, es gibt nur noch Flat-Tier-Bonus. Also ich glaube, es verdoppelt nicht mehr, sondern gibt irgendwie 2 dazu oder so. Und ignoriert natürlich trotzdem noch das Tier-Cap ansonsten. Oh Gott. Manchmal kann man die Roten auch schon bekämpfen, wenn sie, also auch die, die nicht die fleischigen Roten sind aus der Wurm. Kann man manchmal auch schon bekämpfen, wenn sie einfach nur so dastehen. Aber auch nicht immer. Ich bin ganz sicher, woran das überhaupt liegt. Oh Gott. So, der wird hier hoch angreifen. Schießen, könnte man sagen. Klar. Klar, nehmen wir der Virus mit. Denn wir sind sowieso nur noch für den D4 hier. An dem Punkt ist alles andere, was wir bekommen. Netter Bonus, aber ich weiß, worauf ich hinaus. Dankeschön. Ich habe mich ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt. Ich weiß, worauf ich noch hinaus will in diesem Run. Pass mal auf. Jetzt überlege ich gerade bei dem Sandwich Toast, was ich später machen werde nach diesem Run. Will ich Ketchup drauf machen? Das ist nämlich generell eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass Leute schämen sich zu sehr für Ketchup. Ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die man ändern muss. Ich meine, habe ich in der Vergangenheit Ketchup geschämt? Wahrscheinlich. Aber das heißt nicht, dass es deswegen in Ordnung ist, das zu tun. Ich meine, pass auf, ich will auf Digmirimer auch in absehbarer Zeit ein Video machen über... Die Batterie ist natürlich fantastisch. Über Nudeln mit Ketchup, okay? Der alte Beelzebub! Ziemlich gut. Ich glaube, Transformation behält man nicht. Aber wir werden trotzdem mal rerollen. Ziemlich auch nicht so gut. Das gefällt mir. Wir haben die Bomben nicht bekommen, aber trotzdem, es ist angriffsstark. Wir haben die Faust. Wir haben den kleinen Seraphim-Freund. Was kann man sich mehr wünschen? Auf jeden Fall. Leute schämen sich zu sehr für Ketchup mit irgendwas zu mir. Ich meine, Ketchup mit Nudeln ist natürlich eine Provokation ein Stück weit. Ganz klare Sache. Und so werde ich das auch auffassen. Aber ich will ein Video machen mit verschiedenen Rezepten, die ich auf Chefkoch gefunden habe. Von Nudeln mit Ketchup, wovon es nicht viele gibt. Wenn man auf Chefkoch sucht oder auf... es gab noch eine ähnliche, ich glaube, Gute Küche.at oder so, was das österreichische Gegenstück dazu ist. Auch so eine Website, wo Leute Rezepte reinschreiben können. Wenn man nach Ketchup sucht, man findet keine Rezepte. Leute schämen sich so sehr dafür, Ketchup zu verwenden. Und ich denke, das ist eine absolute Schande. Ich denke, es ist Zeit, die Zeit zurückzukehren, in der wir uns nicht dafür geschämt haben, Ketchup auf Dinge raufzumachen. Ich meine, ich mache auch nicht so viel. Ich kaufe immer nur eine kleine Flasche. Aber genau, bei dem Sandwich-Toast, ich denke, wenn ich zusätzlich noch ein bisschen Ketchup drauf machen würde, das würde dem Ganzen noch das gewisse Etwas geben. Und wir reden nicht von Gewürz-Ketchup. Na, diese Hehler-Scheiße will ich nicht in meinem Haus sehen, okay? Für sowas bin ich gar nicht erst hier. Nein, es geht hier um den regulären. Für normale Leute. Nicht für Freaks. Aber ja, und das ist auch eine Sache, die ich will auf jeden Fall dann ein paar Nudeln mit Ketchup-Rezepte nachmachen. Ich denke, das wird ganz spaßig. Und generell, wir müssen natürlich uns mehr auf den Ketchup einlassen, ihn mit mehr Dingen verwenden. Manchmal hat man Chips da und denkt sich, ja,
Vielleicht wäre es besser, wenn ich meine Chips jetzt in den Ketchup dippen würde. Ja, vielleicht wäre es besser. Das Einzige, was dich daran hindert, ist, dass die Gesellschaft nicht von dir will, dass du es machst. Und ich denke, davon sollte man sich nicht einfach einschüchtern lassen. Oh, ich habe diese blutigen Bomben. Und ja. Wisst ihr, was ein Snack ist, den ich gerne mache? Pass mal auf. Ah, es gibt Maultaschen zu kaufen. Soweit habe ich schon mal ein paar starke Informationen an dem Punkt. Und bei diesen Maultaschen. Es gibt ja welche zu kaufen, die sind auch pfannenfertig geschnitten, okay? Die macht man einfach in die Pfanne und brät sie an und dann haben sie eine leichte, die sind natürlich warm, was ganz gut ist. Und sie haben dann eine leichte knusprige Schicht, die ein bisschen angebraten ist. Das ist eine ganz angenehme Sache. Das ist eine Sache, ich mache die gerne und dann, bevor ich sie auf dem Teller anrichte, manchmal, wenn ich viel Zeit übrig habe, werde ich... Wo kommt die Kiste her? Was ist das für eine Kiste? Was ist mit diesem Kisten-Item? Kann ich die aufsprengen? Auch vielleicht brauche ich einen Schlüssel dafür. Das Item kenne ich noch nicht. Und dann, bevor ich sie anrichte, gebe ich noch ein bisschen Ketchup drauf und dann verrühre ich das Ganze, damit es ein bisschen rot ist. Nicht zu viel Ketchup, nur so einen ganz kleinen Spritzer. Wisst ihr was? Ich denke, das ist ein absolutes Träumchen. Es gab natürlich auch Zeit in meinem Leben, da war das Ganze, da hat das Leben mit diesem Snack etwas trauriger ausgesehen. Und zwar dachte ich mir, dass der Pfannenschritt mir zu viel Arbeit ist. Da habe ich es einfach nur in der Mikrowelle gemacht und da ein bisschen Ketchup draufgegeben, aber... Ich habe eingesehen, dass das vielleicht nicht optimal ist. Und dementsprechend versuche ich inzwischen immer die Pfanne zu machen. Im Idealfall würde ich Zwiebeln dazu machen, aber ich muss ehrlich gestehen, in den letzten Monaten, da gab es nicht viele Zwiebeln bei den Maultaschen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es eine Kleinigkeit ist, die das Ganze noch ungemein aufwertet. Aber der Ketchup ist ein wichtiger Geschmacksträger für mich. Ja, brauche ich einen Schlüssel für... Wir haben ein paar Trinkets. Das Problem ist nur, dass das Trinket, das ich habe, viel besser ist. Also. So, ich sehe gerade, dass wir nicht mehr an. Ups. Machen wir mal die vor. Mir ist nämlich gerade aufgefallen. Oh Gott, nein. Warum muss es immer darauf hinauslaufen? Ey, mir ist aufgefallen, dass wir keinen Itemraum bekommen, ich meine ganzen Aufladungen verschwendet habe. Mein Run eigentlich ganz gut war. Aber ganz gut ist auch ganz langweilig. Dementsprechend... Au. Nicht nett. Dementsprechend müssen wir dagegen was machen. Und ich werde nicht an der... Pass auf. Ich habe mich für Ketchup ausgesprochen. Von mir aus auch Ketchup auf Nudeln. Ich werde mich nicht für das Cursed Eye aussprechen. Da bin ich nicht für zu haben, okay? Denn ich hasse dieses Item. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur... Sieh da hinten. Oh, ich habe die Camo-Andis. Der alte Camo-Andi, der wurde doch ungemein gebufft. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie Camo-Andis funktionieren. Ja, ich breche direkt aus, wenn ich Cursed Eye auflade. Das heißt, ich habe das Gefühl... Cursed Eye ist auch zu scheiße, um mit der Camo an die zu funktionieren. Also heißen Dank dafür. Oh ja, man hat dann ganz kurz erhöhte Stats. Das heißt, da muss ich dann wirklich direkt losfeuern. So in der Richtung. Nein, nein, das Cursed Eye, das ruiniert es mir. Macht es mir einfach kaputt. So, was haben wir hier? Ich würde sagen, wenn es ein Spacebar-Item ist, gibt es nur eine Sache für uns zu tun. Damit wird auch... Nein, pass mal auf. Nein, 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 nein. Ich bin nicht komplett verrückt. Ah, ich werde jetzt mal ein Trinket draußen ablegen. Und dann machen wir die 100. Polyphemus. Mask of Infamy ist natürlich auch immer ziemlich stark. Danke, dass ich einen Schlüssel dafür aufgebraucht habe. Ich bin natürlich nicht Polyphemus, sondern... Ludovico-Technik ist das. War ein Fehler. War ein Fehler. Das ist überhaupt nicht gut.
Oh, das ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass ich nur 3,2 Schaden austeile. Meine Feuerrate auch nicht extrem hoch ist. Ah. Da ist also auf jeden Fall Luft nach oben. Schauen wir erstmal in den Shop. Da kann ich doch noch was Nettes zum Rerollen. Hat jemand einen Schlüssel für mich? Können wir nicht bitte... Oh, kannst du Schlüssel zu meinem Herzen haben oder so, sowas? Nenn ich meinen richtigen Schlüssel. Einen, der mir was bringt. Da drüben ist einer. Ah, komme ich an den nicht ran oder so? Weißt du, was mit dem Schlüssel? Warum habe ich den nicht mitgenommen? Weil ich nicht rankomme. Das war der Grund. Hier ist auch nichts. Ich meine, wir haben noch die Secret Rooms hier. Es ist also noch alles machbar. Dankeschön. Und jetzt stirb. Nehmen wir noch einen Schlüssel. Was ist das? Flatworm, blub, blub. Nein, Cancer gibt... Ich habe keine Ahnung, wie der Bonus von Cancer funktioniert an dem Punkt. Es gibt auf jeden Fall... Es verdoppelt auf jeden Fall nicht mehr die Feuerrate, wie es früher der Fall war. Ist irgendwie anders inzwischen. Ich weiß nicht, warum es jetzt nur 0,5 war. Ach Gott. Ich bin fast tot. Mein Hermit ist nett. So, dann nehmen wir das mit. Und mir fehlt ein Raum. Ungünstig. Hast du was für mich? Oh, hier können wir dann noch eine Batterie kaufen, was natürlich sehr stark ist. Ich wünschte, ich hätte den Raum da drüben mitgenommen, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, muss ich gestehen, denn ich bin fast tot. Eine Berührung vor dem Tod zu sein, ist üblicherweise nicht so gut. Knapp. Knapp, 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 aber wir leben. Seht ihr, ich werde aus dem Run noch irgendwas Cooles rausholen, okay? Ich brauche nur noch einen Moment. Aber bald habe ich es geschafft, bestimmt. Irgendwann. Schon. Nägel. Und. Kann man machen. Oh, ich habe Inner Child. Das ist nicht übel. Aber generell würde ich sagen, ist schon ziemlich übel. Generell gefällt mir das nicht wirklich. Dementsprechend werden wir das Ganze einfach mal eben nochmal rerollen. Komm, haben wir die volle 100. Was scheinbar gar kein Trinket rerollt. Das ist auch einfach nur Epic Beaters. Ist ja auch langweilig. Oh, ich habe Birthright. Was ist Birthright? Was macht Birthright mit Isaac? Aber nee, pass auf, wenn wir das da direkt... Oh, das ist eine kleine Batterie nur. Oh, nö. Oh, das ist ja nur eine kleine Batterie. Das ist ja eine nutzlose Batterie. Ach, komm schon. Oh Gott. Bleib doch mal stehen! Och, komm schon! Epic Fetus macht auch nicht viel Schaden. Nein, das ist immer noch... Immer noch kein guter Run. Muss ich leider sagen. Ich hätte die Strength-Karte einsetzen sollen, aber zu spät. Okay. Oh, ich habe mir das Cancer Trinket einverleibt, wie es aussieht. Aus irgendwelchen Gründen. Ne, warum nicht? Warum nicht? Sag mal, kann es sein, dass die 100 auch noch zusätzlich irgendeinen random Pillen-Effekt hat oder so? Denn wir haben vorhin ja auf jeden Fall eine Kopie von der Batterie, die da im Shop lag, angefertigt. Und gerade eben habe ich mir das Cancer Trinket einverleibt. Und ich verstehe nicht ganz, warum.
Oh, wir haben Chaos. Eine enorme Feuerrate. Und natürlich Montezumas Revenge, oder was auch immer das war. Und ein anderes sehr gesegnetes Item. Das Name nicht genannt werden muss. Hey! Dankeschön. Dass wir dich auch mal besiegen konnten. Oh, jetzt bin ich The Lost? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, wenn das Spiel wieder einen Grund findet, mich zu The Lost zu machen. Den Grund findet es nämlich zu oft. 2,3 Damage teile ich aus. Das ist natürlich nicht optimal. Aber... Ich habe noch eine Strength-Karte. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe den Run wirklich gut genug ruiniert, dass ich sagen muss... es wird doch knapp, wie ich den Kampf gegen Mom überhaupt gewinne. Ich meine, die Strength-Karte wird helfen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Moment. Ich will mein kleines Portal ein bisschen füttern. Damit es vielleicht irgendwann mal groß, stark und hilfreich wird. Ah, ich denke, ich werde aber bei dem Bild soweit bleiben. Einfach, weil ich ganz gerne noch überleben würde. Die Six wird aber sehr hilfreich sein. Wenn noch im Itemraum. Ich meine, wir haben Chaos. Das heißt, da kann es kann alles passieren. Im Itemraum könnte durchaus was Interessantes sein. Ich wusste nicht, dass das Portal Schaden macht. So, hat jemand irgendwo meinen Itemraum gesehen? Oh, mein Damage ist so miserabel. Diese Fliegenköpfe sollten nicht so lange leben. Aber ich meine, es ist auch wirklich nur 2,3 Damage, also... Was erwarte ich? Ja, wegen der Sci-Fly traue ich mich auch nicht nochmal zu rerollen. Was ich wahrscheinlich machen sollte, weil ich trotzdem auch kaum HP habe, aber ich weiß nicht. Ich denke, wir bleiben. Ich meine, ist die Sci-Fly? Dazu kann man nicht einfach Nein sagen. Das Portal gerade das Herz gefressen. Das finde ich nämlich gar nicht nett. Das war nämlich eigentlich mein Herz ursprünglich. Jetzt sortieren wir auch direkt Shop und Goldraum. Ist ja langweilig. Ist ebenfalls langweilig, aber es ist besser. Und hier ist der alte Greedo. Ja, und der komische Brimstone ebenfalls ziemlich nutzlos. Außerdem großer Fan von Sci-Flys Arbeit hier gerade. Sci-Fly ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Muss man leider sagen. Die Feuerrate ist so hoch, aber... Mh. Ich meine, ich soll mich nicht beschweren. Ich habe einen Damage-Up von 1 bekommen, also... Ach Gott. Das hat auch wirklich nicht zu verachten an dem Punkt. Was war ein Lila für ein Portal? Lila war, glaube ich, Geheimraum. Gehen wir rein. Hallo, und ich habe genau einen Schlüssel. Ich glücklicher. Ich will die High Priestess behalten. Naja, warte, ich will die Strength-Karte behalten. Was sage ich denn da? Vielleicht bekomme ich hier noch ein schwarzes Herz raus. Aber wahrscheinlich nicht. Da hat man einen Raum voll mit goldenen Kisten und man hat nur zwei Schlüssel. Das ist doch traurig. Generell, zu was dieser Run wurde, ist sehr traurig. Ich sollte ihn rerollen, aber ich habe nur so wenige Items und ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach bei ihm bleiben und einfach auf das Beste hoffen. Einfach nur auf das Beste hoffen. Und dann, wenn wir die goldenen Kisten aufbekommen würden, wäre es natürlich auch hervorragend. Warte, ist das da oben Secret Room jetzt gewesen? Warum wurde ich in diesen Raum geworbt? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe gute Raketen. Ich habe gute Bomben, sehe ich gerade. Diese Raketen als Bomben, die natürlich eine Menge Schaden machen würden. Erinnert euch noch an die Geschichte mit der 1 Minute Lebenszeit, wenn man die mehr hätte.
Ich sage es euch, dann würde ich nicht diesen Run machen. Wenn ich eine Minute mehr Lebenszeit haben könnte. Ich weiß nicht, wiefern das Sinn ergibt, aber ich würde nicht das hier machen, okay? Okay, Geist besiegt. Okay, pass auf. Ich hab nochmal zurückgesetzt. Ich habe jetzt 9,2 Damage. Ich habe die Stopwatch. Und, ja, ist generell nicht so gut. Oh, der Keybagger. Oh mein Gott, der Keybagger. Das ist nicht dein Ernst. Du hast mir gerade meinen Schlüssel geklaut. Den hätte ich gebraucht. Aber ich glaube, ich finde das hier spaßiger als das, was ich davor hatte, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist natürlich extrem langsam, aber... Oh, die Stopwatch ist auch gerade aktiv. Das ist die normale Stopwatch, nicht mal die Broken Stopwatch. Schön. Schön, 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 schön. Oh, hier wäre noch ein anderes Portal gewesen. Sollte mich das nicht in den Secret Room bringen? Ich auch... Warte, in dem Super Secret Room war ich nicht drin. Hanged Man. Strength. Moon. Ancient Recall. Drei Karten ziehen. Die legendäre plus 2. Hanged Man. World. Ja, dann moonen wir eine Runde. Hm. Ich habe aber immer noch keinen Schlüssel bekommen. Ich traue mich auch nicht in einen anderen Raum gerade zurückzugehen. Pass auf, wir werden noch ein bisschen versuchen, was wegzusprengen. Vielleicht bekomme ich ein schwarzes Herz raus. Und wenn nicht, dann gehen wir direkt zum Bosskampf. Hier ist noch eine Karte. Chariot. Auch nicht ganz, was ich mir gewünscht hätte. Hier ist noch ein Herz. Okay, wir gehen zum Boss. Ich habe vergessen, dass sie auf mich stampft. Warte mal, sie kann doch, glaube ich, auch auf die richtige Mom stampfen. Also auch auf den Gegner in meinem Fall. Oh mein Gott. Das ist so ein langsamer Kampf. Und mein Damage ist so schlecht. Was? Aber ich habe doch die Hoffnung, dass ich eventuell... mit der Unterstützung von der Stopwatch, das eventuell noch hinbekomme. Die Hand hat eine gewaltige Range, wusstet ihr das? So, jetzt kurz den Kopf erwischen. Ich weiß, das ist ein sehr atemberaubender Mahnkampf. Aber so ist manchmal das... Ach, muss ich euch jetzt erst killen? Nein. Da ist der Fuß. Oh, der Fuß hat Schaden genommen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ich werde sterben. Ich würde mir wünschen, dass ich an dem Punkt einfach verlieren würde. Ehrlich gesagt. Das ist einfach nur... Das ist doch nicht mehr menschenwürdig an dem Punkt. Ich bin auch selber schuld. Was habe ich auch von der extra Minute erzählt? Seht ihr was? Diesen Tod sehe ich als... Den sehe ich als eine Erlösung. Ja, den Run habe ich ruiniert. Ich wollte was Cooles machen und dann... Es wurde nicht cool. Es wurde kein cooler Run. Und dann würde ich sagen, das war der Daily Run. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss.